Kleiner? Hat der Herrchen dich nicht mitgenommen, du? Hm? Na komm, gehen wir zusammen ins Büro. Komm. Meine Pause. Wie war der jetzt am Abend? Auch mal Frühstück hat schon wieder geschmeckt. Also. Olli ihn geschmettert, ne? Naja, paar halbe, nicht? Wären, wäre ich wirklich ärgerlich. Guten Morgen, Wichert. Das ist übrigens der Grund, warum ich Hacke niemals mit ins Büro nehme. Guten Morgen. Oh, die Vase. Meine Golfpokale. Zu Hause benimmt er sich äußerst friedlich. Da kennt er sich aus. Aber sobald er einen Raum betritt, ist seine Neugier größer als meine Erziehungsversuche. Der arme Hunde, die am Auto, das war ja nicht zum Anhören. Ja, die Unart kenne ich. Man hat das Gefühl, der Kummer wird ihm jeden Moment das Herz brechen. Sie fallen natürlich auf sowas rein. Sie mit Ihrem guten Herzen, nicht wahr? Was bitteschön soll das heißen? Die Personalabteilung hat mir die von Ihnen abgezeichneten Überstundenlisten der Mitarbeiter für das Botticelli-Programm mit Beanstandungen runtergeschickt. Wieso? Fräulein Glaubrecht, den Vorgang bitte. Jetzt hat er sich ausgetobt. Das ist das Beste, was man tun kann. Na, also. Unser Programm Botticelli ist im vergangenen Quartal mit 4.322 Überstunden belastet. Damit haben sich die Herstellungskosten wie ich betone will, überaus erfolgreichen Modellreihe um 7,3% erhöht. Donnerwetter, da sieht man's mal. Erstaunlicherweise ist es Ihnen gelungen, bei der Modellreihe Blaue Lagune die Herstellungskosten um 2,1% zu senken. Null Überstunden trotz erfreulicher Auftragseingänge. Und bei Ihrem vielgeliebten Büromöbelprogramm Senator haben Sie die Kosten sogar um 4,6% gesenkt. Glückwunsch. Danke. Darüber sollten wir doch in meinem Büro reden. Wenn ich bitten darf. Mach gleich noch frischen Kaffee. Tun Sie das. Tun Sie das. Über 4.000 Überstunden beim Botticelli-Programm. Wirken wie Sabotage von Ihnen, Richard. Nein. Sie brauchen die Stirn nicht in Ihre 7 Falten zu legen. Dann manipulieren Sie sowieso, das weiß ich. Aus Erfahrung. Modellreihe Botticelli hat nie ihre Zustimmung gefunden. Das würde ich sagen, sie hassen sie. Weil sie ihren romantisch erhabenen handwerklichen Vorstellungen angeblich nicht entspricht. Weil das Kosten-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden ungünstig ist. Und was sie mir alle schon erzählt haben. Wir sind ein Industriebetrieb. Botticelli ist unser Renner. Ich würde mir das auch nicht in die Wohnung stellen. Aber unsere amerikanischen Freunde, hier in Kalifornien gibt es 46 große Möbelhäuser, die fahren auf Botticelli ab wie auf sonst nichts. 17% unseres gesamten Exports nur in Kalifornien. Und sie belasten unsere Gewinnspanne mit 4.000 Überstunden. Absichtlich. Wissen Sie, was das für mich bedeuten kann? Erstens. Die 4.000 Überstunden im letzten Quartal sind entstanden, weil das Botticelli-Programm als Exportmodell so überaus erfolgreich ist. Wir kommen mit den Lieferungen kaum nach. Zweitens, die Herstellungskosten für die Botticelli-Schrankwand haben sich zwangsläufig verteuert, nachdem Sie unseren Kunden im letzten Prospekt Sonderanfertigungen und Sondermaße versprochen haben. Ich habe Sie damals gewarnt. Drittens, diese ganze Serie Botticelli ist mir nicht sehr sympathisch, das gebe ich zu. Aber Ihre Unterstellungen weise ich entschieden zurück. Meinen Sie wirklich, es liegt an den Sonderanfertigungen, die wir angeboten haben? Na, das ist doch klar. Botticelli ist ein Stilmöbel, kein Variationsprogramm. Wie beispielsweise Ihre Kollektion Senator. Na ja, eben. Die sind immer gleich hoch und gleich breit. Das können Sie beliebig variieren.
Aber seitdem wir bei Botticelli in gewisser Weise konfektionierte Maßarbeiter anbieten, ist der Umsatz noch mehr gestiegen. Müssen Sie zugeben. Na, das ist doch mein Punkt eins. Daher die vielen Überstunden. Das eine bedingt das andere. Tja, da gibt's nur eine Lösung. Ja, ich weiß schon. Wir müssen wieder Leute einstellen. Eberhard Wichert, das wandelnde Beschäftigungsprogramm der Möbelunion. Von der Bundesanstalt für Arbeit müssen Sie doch schon die goldene Ehrennadel bekommen haben. Die würde ich nicht mal ablehnen, aber die denken ja gar nicht daran. Oder Sie müssen mit den Preisen rauf, dann können wir die Kosten abfangen. Unmöglich. Im Exportgeschäft garantieren wir die Preise bis Ende des Jahres. Tja, dann lassen Sie sich mal was einfallen. Sie aber bitte auch. Höherer Umsatz, mehr Mitarbeiter. So einfach ist das. Aki, geh zu deinem Herrchen und beiß rein. Guten Morgen, Frau Wichert. Guten Morgen, Herr Meisel. Wie schön Sie wieder sind. Danke. Trotzdem weiß ich noch nicht, ob das ein guter Morgen ist, Herr Meisel. Ach, Kummer? Ach was. Meine Astern kommen in diesem Jahr nicht. Das ärgert mich. Naja, vielleicht kommen sie morgen. Meine, die sind ja schon vor der Woche gekommen. Sagen Sie mal, hat Ihr Kater eigentlich ein Katzenklo? Wieso? Natürlich. Eins im Keller, eins auf dem Dachboden, eins in der Garage und eins in meinem Schlafzimmer. Ja, und eins mitten in meinen Astern. Deswegen wachsen die nämlich auch nicht. Katzen-Dings, da ist nämlich sehr ätzend, Herr Meisel. Ja, wieso, warum sollte denn mein Tassilo in Ihren Astern sein Geschäftchen verrichten? Na, riechen Sie doch mal! Ich riech nichts. Wie Sie meinen, Herr Meisel. Ach, Käthe. Ich fühle mich so wohl, dass ich Bäume ausreißen könnte. Ach, wie schön. Wenn das so ist, dann gehen wir auch tausend tanzen. Tanzen möchte ich, jauchzen möchte ich in die Welt. Mutter! Mutter! Mutti! Vielleicht im Garten. Guten Morgen. Morgen. Sag mal, 10 Uhr, was ist denn los? Ich denke, du bist bei deinem Examensvorbereitungskurs. Dein Sohn spinnt, Mutti. Ich habe eine völlig herzlose und gefühlskalte Frau geheiratet. Und eins muss auch mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, und das tut mir weh, Mutter, ja? Ist auch noch völlig uneinsichtig. Du negierst doch alles. Du bist doch völlig verantwortungslos. Also Moment. Mich interessiert zweierlei. Erstens mal, warum du deinen Kursus schwänzt, obwohl ihr mir eure Tochter aufgeheißen habt. Was? Wen haben wir dir aufgeheißt? Wir sehen unser Kind ja kaum noch. Und zweitens, warum ihr euch auf so vornehme Art und Weise diese Gemeinheiten an den Kopf schmeißt. Gestern Abend hat dein Sohn auf der Straße einen Hund aufgelesen. Einen Köter mit Flöhen und sämtlichen Krankheiten. Ach, woher weißt du das denn? Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ah, das sieht man, ja. Das ist eine unheimlich süße Hundedame. Ah ja. Ja, hier durfte ich ja nie einen Hund halten. Richtig? Aha, verstehe. Der hat in so einer Hofeinfahrt gesessen und gewinselt und mich mit so großen Augen angeguckt. Und eins davon ist total veraltert. Mensch, Rüdiger, wir haben ein Kleinkind im Haus. Haben wir nicht, das ist ja meistens hier. Das ist eine ganz süße Terrierdame. Aha, ja, zu 10%. Na, toll. Und sie hat mir auch gleich die Hand abgeleckt. Und hochträchtig ist sie auch. Ach, und sonst noch was? Oma würde sagen, selbst der Bundeskanzler hat nicht so einen süßen Hund. Nicht mal der Herr Bundeskanzler würde sich auf einen Schlag ein halbes Dutzend Köter zulegen. Also schön und gut. Und was hat das alles mit mir zu tun? Ich meine, wenn ihr zwei euch nicht einigen könnt, dann müsst ihr eben die hochschwangere, 10%ige Terrierdame wieder vor die Tür setzen. Unmöglich. Du, das ist unmöglich. Ach.
Mutter, die stirbt doch dann. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ihr habt einen Garten, wir nicht. Eben. Meine Astern werden schon von Meisels räudigem Kater ruiniert. Rüdiger, ich liebe Tiere. Aber ich bin nun mal für Hunde nicht gestrickt. So. Schau sie dir doch wenigstens mal an. Nein. Also Kinder, ich habe ja wirklich für vieles Verständnis. Aber da gibt's bei mir so einen gewissen Punkt. Also das ist ja wirklich ein Bild des Jammers. Ja. Außerdem könnte Andi sich doch um den Hund kümmern. Ja, ich meine, er muss doch nicht immer an Gabi und ans Kochen denken. Also bei uns geht's wirklich nicht. Das ist wahr. Später nimmt Uschi dann die Hunde mit zu ihren Eltern. Auf Dreieichen werden sie sich bestimmt wohlfühlen. Das stimmt. Ja, und ein Transport in diesem Zustand wäre doch unzumutbar. Ja, aber das Tier muss doch einen Besitzer haben. Ja, wenn wir den ausfindig machen könnten, wäre das Problem gelöst. Also, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Hund gebadet. Ich helfe dir dabei. Also, ich werde diesen Hund pflegen, so gut ich kann. Von Babypflege verstehe ich ja einiges. Sag mal, solange das Examen läuft, habt ihr nicht viel Zeit für Katharinchen, stimmt's? Und ich werde unter Umständen Zeit haben, mich um diese heruntergekommene schwangere Hundedame zu kümmern. Herein! Hallo, Chef. Was gibt's denn? Geht um Knete. Naja, um Geld geht's bei mir auch immer. Der Gerichtsvollzieher war schon da. Lohnfändung? Wieso? Der Kleine. Meine Frau, die kann doch auch jetzt nicht mehr halbtags arbeiten. Ich denke, deine Schwester passt tagsüber auf den Jungen auf. Mit der haben wir uns überworfen. Hm. Ich dachte, vielleicht nach Betriebsschluss. Überstunden? Du, auf dem Ohr bin ich zurzeit taub. Hier. Allein 4000 Überstunden nur für Botticelli im letzten Vierteljahr. Für den Mist würde ich keine Überstunden machen, also ich nicht. Ja, aber das ist ein sehr erfolgreicher Mist. Und wie? Na, aber die vom Innenausbau. Die machen wir auch nachts. Freitag, Samstag, Sonntag. Die müssen noch einen Landkredit fertig machen. Ja, ich weiß. Also sie sagen doch immer, ich bin gut. Ziemlich. Ihr Lehrling. Ich werde es mir überlegen. Bis morgen. Ihr habt nichts versprochen. Sag mal, wie heißt denn der Gerichtsvollzieher? Sie kennen doch keinen Gerichtsvollzieher. No, no. Obergerichtsvollzieher Hirsemann. Mist. Ausgerechnet der singt nicht bei uns in der Harmonie. Schade. Sag mal, willst du heute überhaupt nicht mehr arbeiten? Wann muss das denn sein? Meine Mutter sagt auch immer Tollpatsch zu ihr. Der braucht einen großen Garten. So, Hackenwitz. Sagen Sie, musste ich diesem Mitarbeiter nicht mal Mutterschaftsurlaub gewähren? Erinnern Sie sich? Sehr gut. Außerdem haben Sie ihm doch mal ein Betriebsdarlehen zu Minimalzinsen verschafft. Ja, das war kurz nachdem sein genialer Sohn geboren wurde, richtig. Der kann machen, was er will. Auf den lassen Sie wohl nichts kommen. Oh nein. Von dem verlange ich mehr als von fast jedem anderen unserer Mitarbeiter. Der erledigt unsere schwierigsten Arbeiten. Fast alle unsere Prototypen hat er gebaut. Und wenn Heinz sagt, ein neuer Schiebetürbeschlag funktioniert nicht auf die Dauer, dann funktioniert er auch nicht. Und da können sich das Entwicklungsbüro und ich mich gleichzeitig auf den Kopf stellen. Wenn dieser Mann zuerst klassisch ist, warum kümmert er sich nicht mit um den Innenausbau der Landkredit? Da gibt es Probleme, en masse. Der Prokurist hat mich schon angerufen. Am Montag sollte das fertig sein. Ja, ich kann ihn in der Fertigung zurzeit nicht entbehren. Freitagnacht, samstags und sonntags wird er nicht gefertigt. Lassen Sie den Mann eben Überstunden machen. Fragen Sie ihn, wenn er so gut ist. Also gut, ich will's versuchen. Herzlichen Dank. Bitte. Manchmal kommen Sie wirklich nicht auf das Naheliegendste, Mietet. Tja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich muss in dir starten. Von heute auf morgen. Schön. Ein bisschen ist das mit Ihrer Schuld. Oder besser gesagt, Ihr Verdienst. Es kommt von ganz oben.
Der Vorstand wünscht, dass wir in Südkalifornien eine eigene Vertriebsfirma gründen. Botticelli? Donnerwetter. Das ist für mich natürlich eine einmalige Chance. Ich bleibe nicht ewig auf dieser Position. Ja, ja. Job und hopp. Und Sie sind mein Designierter. Ja, ist gut. Der Stuhl, auf dem Sie nicht warm werden wollen, den wollen Sie mir kalt überlassen. Dieses Gespräch führen wir immer, wenn Sie was von mir wollen. Was? Sie haben doch ein eigenes, hübsches, nicht zu kleines Haus. Ja, beinahe belastungsfrei. Nur noch 8.985 Mark Schulden für Geldbeschaffungskosten. Das dürfte Sie bei Ihrem Einkommen nicht plagen. Und einen großen Garten, wenn ich mich recht an jene Nacht erinnere. Ja, ja. Mäh, mäh, mäh. Meine Bekannte will während meiner Abwesenheit Haki nicht bei sich aufnehmen. Will sie nicht? Und meinen anderen Bekannten und Freunden traue ich nicht. Nur mir? Im Prinzip ja. Danke. Und Haki liebt sie. Warum haben Sie sich denn Haki überhaupt angeschafft, wenn Sie von einem Job auf den anderen hoffen wollen? Weil meine Bekannte das dekorativ fand. Und weil ich Haki sehr mag. Also. Voraussichtlich bin ich 6 Wochen nicht da. Dann haben Sie hier die gesamte Verantwortung. Schon wieder der Hund? Ja, nur vorübergehend. Kommt er nach Schleswig-Holstein. Das gefällt uns aber gar nicht. Was mit Puschen? Meinen Astern gefällt auch manches nicht, Herr Meisel. Mhm. 12,30 Mark. Ja, danke. Beinahe. Verzeihung. So, Haki, du komm. Komm raus, komm. Noch einer. Natürlich in erster Linie kümmern. Das war überhaupt das erste und letzte Mal, dass du hier drin warst, klar? Schnuppe! Schnuppe! Ja, soll ich anfangen oder willst du mir erst was erklären? Bitte. Naja, also, dies ist Haki, Tenstags Hund. Vom Hörensagen kennst du ihn ja schon. Ja, und diesen Hund hier hat dein Sohn Rüdiger gestern Abend auf der Straße aufgelesen. Ja, also, der ist nur vorübergehend hier, so höchstens 2, naja, vielleicht 3 bis 4 Wochen, solange Tänzer in Amerika ist und... Und da konntest du ihm die Bitte natürlich nicht abschlagen. Naja, wir haben doch den Garten, Hannelore. Eben nicht. Und du konntest Rüdiger die Bitte nicht abschlagen. Ja, das ist ein Notfall. Sie ist guter Hoffnung. Siehst du, Hannelore, das ist das, was ich an dir bewundere. Um was du dich auch kümmerst, das vermehrt sich automatisch. Weißt du was? Du bringst diesen Hund mal raus auf die Terrasse und bindest ihn dort fest und ich bringe diesen Hund runter in den Keller. Da habe ich nämlich schon eine Wöchnerinnenstation eingerichtet. Gut, und dann reden wir über alles in Ruhe, ne? Genau. Komm, Haki, komm. Oh ja. Schau dich mal hier im Garten um. Und wenn du den Krater vom Meisel siehst, den Tassilo, dann lässt du den hier nicht mehr rein. Ist das klar? Such den mal ab. Ja, hier so ein Abend. Und da hat nichts gegen 100. Junge hat dich immer ein. Ja, aber Vater macht nur kleine Wundervoll. Ja. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Und die Rückfahrt ohne Halt einfach durch. Freut ihr euch, dass wir wieder da sind? Ja. Ach, hier habe ich mit
mitgebracht. Ja, denk dir mal, in Pyrmont gibt es einen Goldfischzüchter. Ach was? Machen sie sehr dekorativ im Wohnzimmer und brauchen ganz wenig Pflege. Höchstens zweimal Futter in der Woche. Danke, Mutter. Ach, Eva, du hattest ja so vollkommen recht. Palermo wäre nicht das Richtige für uns gewesen. Ich werde immer wieder Pyrmont vorziehen. So, du lass dich mal anschauen. Aber du siehst sehr angegriffen aus. Oh. Und hallo. Hallo, Vater. Aber auch so blass. Richtig blass um die Nase. Oh. Wie geht es der Kleinen? Gut, Mutter, gut. Und sonst irgendwas Besonderes gewesen? Wart, Vater, ich helfe dir. Nein, nein, Mutter. Nicht. Du hast dich erholt, sondern ich habe mich erholt. Ich habe sogar Bodybuilding gemacht. Wunderwetter. Ja, das stärkt die Rückenmuskeln und gibt dir eine gute Haltung. Ich freue mich ehrlich, dich wiederzusehen, Junge. Mit Käthe habe ich mich sehr gut verstanden. Zwar ist das Ross, auf dem sie manchmal sitzt, etwas hoch, aber als ich von der Polizei in Bad Pyrmont die Erlaubnis bekam, auch schräg parken zu dürfen, da war sie doch platt. Übrigens, die Idee mit den Goldfischen ist von ihr. Ist doch nett, nicht? Ja, wir haben jetzt auch zwei Hunde. Auch hübsch. Was? Naja, vielleicht wären es ja auch ein paar mehr. Die Hündin kriegt gerade Junge. Du, das geht nicht. Doch. Ich bin allergisch gegen Hundehaare. Seit wann denn das? Ja, die haben in Bad Pyrmont so einen Test gemacht, zahlt alles die Kasse. Und da hat man festgestellt, Allergie gegen Hundehaare. Und warum hast du uns früher immer erzählt, dass du so gut mit euren Polizeihunden ausgekommen bist? Na ja, da war die Krankheit noch nicht ausgebrochen. Jetzt erzähl doch keinen Quatsch, Vater. Komm erst mal mit rein. Oje, oje, oje. Hier vielleicht, nicht? Ja, und dann hat mir ein Bankier, Galle Leber, aber nur leicht, ein bisschen den Hof gemacht. Sehr anregende Gespräche. Vater hat mir da irgendwas von einem Stehgeiger geschrieben, den du für den Bankpräsidenten gehalten hast. Cherubino, ein Italiener. Aus dem Ruhrpott. So, jetzt möchte ich aber endlich Katharina sehen. Sie ist doch hier, nicht? Natürlich. Aber Mutter, erst solltest du dich mit den beiden Hunden anfreunden. Hunde? Ja, wir haben da den Hund von Eberhards Chef. Natürlich nur vorübergehend. Aha. Und dann haben wir im Keller noch ein gefallenes Mädchen. Kein Mann, kein Heim. Na, hoffentlich auch nur vorübergehend. Worauf du dich verlassen kannst. Was du dir alles aufbürdest, Kind. Seit wann ist das denn? Seit gerade. Wir sind wieder komplett. Ihr seid zurück. Und wir haben noch jede Menge Tiere dazu. So laut, Vater. Das ist meine Krankheit. Jetzt fang nicht wieder damit an. Krankheiten sind eine ernste Angelegenheit und du bist nicht krank, Vater. Woher willst du denn es wissen? Wir haben uns große Sorgen um Hannelore gemacht. Wie große? Hannelores Mutter, ich meine, Mutter ist an einer sehr ernsten Krankheit gestorben. War so etwas? Gott sei Dank, nein. Weißt du das auch genau? Ja. Na, das ist alles wieder in Ordnung. Aber es war furchtbar. Ich hatte Angst, große Angst. Die Angst, die man hat, wenn man irgendwo im Haus ein Ticken hört, was man sich nicht erklären kann. Du sagst mir doch die Wahrheit. Ja. Gut. Dann werde ich die Allergie bekämpfen und mit Käthe und den Hunden spazieren gehen und sie füttern. Hannelore muss jetzt geschont werden. Das ist das Erste, was auf der Liste steht. Ganz oben. Hat sie schon einen Namen? Ich glaube nicht. Wir haben so eine Biologielehrerin. Die nennen wir die blutige Millitilly. Die heißt in Wirklichkeit Mathilde und die hat auch so einen Hund wie den da unten. Also Andi, Millitilly, das ist doch kein Name für einen Hund. Ja, vielleicht Tilly, Tilly und Haki, das finde ich ganz in Ordnung. Kümmern sich denn Rüdiger und Uschi gar nicht mehr um das Kind? Ach, die sind so mit ihren Examensvorbereitungen beschäftigt. Also wollen wir die Dame da unten nur Tilly nennen oder nicht? Ja, also meinetwegen, aber nur wenn ihr mir versprecht, dass diese Hundehaltung wirklich nur vorübergehend ist. Hannelore, reg dich nicht auf. Du musst dich schonen. Was mich aufregt, das ist, dass dieser dämliche Tassilo von Meißel meine frisch gesetzten Astern ruiniert hat. Das ist ein Streuner. Wart mal ab, bis Haki den in die Mangel nimmt. Oh. Zu früh gefreut. Hunde unterliegen Katzen immer.
Die sind nämlich schneller. Als ich in Untersekunda war, da hatten wir einen Lateinlehrer Beckmann. Bitte erinnere mich nicht an Dr. Beckmann, dieser Ignorant. Der hat eigentlich dein Leben zerstört. Nein, Mutter, das hat er nicht. Also dieser Beckmann hatte auch einen Kater. Und die ganze Klasse konnte den Beckmann nicht leiden. Prost. Ja, Papi? Naja, und eines Nachts haben wir, um den Beckmann eins auszuwischen, ihm eine halbe Pulle Baldrian in den Vorgarten gekippt. Baldrian? Ja. Eberhard. Was ist denn? Wieso Baldrian? Da wäre ein Kater von verrückt. Das ist so ein Duftstoff und der macht sie ganz einfach... Geil! Andreas! Hannelore, das Kind. Eine halbe Flasche Baldrian? Und was ist dann passiert? Dein Vater bekam in Latein eine 5. Alle Kater der Gegend, also wirklich Dutzende, stürzten in diesen Vorgarten und haben einen Riesenspektakel gemacht. Wir lagen hinter der Hecke und haben zugehört. Ich glaube, so habe ich nie wieder in meinem Leben gelacht. Nicht schlecht. Das ist aber Sachbeschädigung. Aber trotzdem nicht schlecht, Vater. Können wir nicht über etwas anderes sprechen? Immer diese alten Geschichten. Du weißt ganz genau, Eberhard, dass ich über diese Jahre deiner Entwicklung sehr schwer hinwegkomme. Gut, Mutter, wechseln wir das Thema. Andi, wie geht's Gabi? Eberhard, ist doch noch viel zu jung für sowas. Gut, Mutter, wechseln wir das Thema. Wie war's denn in Pyrmont? Geil. Super. Also, dass Baldrian diese Wirkung hat, das wusste ich wirklich nicht. Kannst Meisels Karte doch auch nicht leiden, oder? An Meisel kann ich überhaupt nichts leiden. Also, wollen wir? Naja, das wird aber eine unruhige Nacht. Aber wo kriegen wir jetzt Baldrian her? Das wüsste ich. Komm. Reicht das? Oh, fabelhafte. Na wann? Heute Nacht noch. Ja, aber nicht vor Feierabend. Erst nach 12, ich komme. Ich kann den Meisel nicht leiden, ist ein Schleimer. Das merkt man, dafür bin ich dir auch dankbar. Was bin ich dir schuldig? Oh, komm. Tschüss, Gott. Ja, tschüss. Pyrmont wäre genau das Richtige für dich. Gerade für Frauen in gewissen Jahren wird es von den Ärzten sehr empfohlen. Was für gewisse Jahre, Mutter? Nun, zum Regenerieren. Der Mensch verbraucht sich im Laufe seines Lebens. Das ist mir klar. In Bad Pyrmont hättest du Zeit, dich mal so richtig zu pflegen. Sehe ich ungepflegt aus? Natürlich nicht. Das habe ich doch gar nicht gemeint, Walter. Du siehst ein bisschen müde aus, Hannelore. Übermüdet. Ich meine es doch nur gut. Das mit den Tieren ist auch wieder so eine Sache. Auf die hättest du dich gar nicht einlassen sollen. Bist du nicht auch meiner Meinung? Tilly kommt, sobald sie sich ein bisschen erholt hat, nach Drei Eichen. Oh, das wäre ein großes Glück für das Tierchen. Ja, Glück haben wir Wichert schon. Oder jedenfalls immer haarscharf dran vorbei. Ich beklag mich ja nicht. Ich bin auch nicht unglücklich, Mutter. Vielleicht hat Vater auch übertrieben. Du hast mit Vater gesprochen, nicht? Warum? Das hat mich alles sehr mitgenommen. Ich musste einfach mit jemand drüber reden. Wir haben doch viel darüber gesprochen. Na ja, aber... Du hast mir gegenüber nie mit offenen Karten gespielt. Doch, Schnuppe. Ich war mir ganz sicher, dass es nichts Böses sein kann. Sein darf. Du warst dir genauso wenig sicher wie ich. Ich
kenne ich doch. Eben. Wenn Rüdiger das Examen in der Tasche hat, dann werde ich endlich mal was für mich tun. Ich gehe auf eine Schönheitsfarm. Liften? Ach Quatsch, liften. Einfach nur so. Massage, ausruhen, viel schlafen, strenge Diät, Spaß haben. Das macht was aus, du. Und du? Du fährst mit mir. Wir werden zusammen unseren Spaß haben. Hä? Wir werden heute Nacht eine Menge Spaß haben. Hey, Herr Wischer. Das wird eine ganz scharfe Angelegenheit. Hallo, hallo, hallo. Oje. Oh, jemand hat Meises Kater auf den Schwanz getreten, du. Sag mal. Ihr habt doch nicht etwa Baldrian? Oh nein. Also Schatz, du. Ich meine, ich hab ja Humor, aber du, es gibt da so einen gewissen Punkt. Deinen Humor wirst du heute Nacht auch brauchen. Und den gewissen Punkt kannst du glatt vergessen. Um Gottes Willen. Der Meiser darf doch nicht auf die Idee kommen, dass... Gut, die Eva hat nicht übertrieben, was, Telly? Na? Super, Papa, echt stark. Was hat Mami denn dazu? Noch lacht sie sich in Ast. Aber morgen früh. Oh, ja. Schlaf schön. Ja, wie denn? Du solltest dich wirklich schämen. Es ist uns völlig unmöglich, auch nur ein Auge zu schließen. Dass ich ruhestörender Lärm, Eberhard. Wieso? Störe ich etwa die Ruhe? So war er schon als junger Walter. Jahrelang kein Mucks, ordentlich, fleißig, strebsam. Und plötzlich bricht es aus ihm heraus. Schrecklich, schrecklich. Oje, oje, oje. Und mein Tassilo ist auch weg. Was? Auf und davon. Wahrscheinlich verschleppt von diesen anderen sadistischen Bestien. Es tut mir leid, ehrlicherweise. Haben Sie denn heute Nacht nichts gehört? Nein? Was denn? Wissen Sie, wer tagsüber arbeitet, der schläft nachts sehr fest. Ja. Also dann Pause. Ja. Du hast doch gequatscht. Keine Störungsfreude. Du lüg nicht. Conny. Sag mal, stimmt das? Ja, jedenfalls ist der Kater jetzt weg. Nietz. Tassilo. Nietz. Nietz. Tassilo. Mit. Tassilo! Hallo? Ist ja furchtbar. Das hat mir der Metzger für Hunde empfohlen, Mutter. Ist besonders gut für Tilly. Zu viele Knochen sind nämlich ungesund. Sagt der Metzger. Es gibt doch jetzt überall diese praktischen Dosen zu kaufen. Mit sämtlichen Vitaminen. Mutter, es gibt auch Spargel in Dosen. Die magst du auch nicht. Nur den frischen. Ist doch wohl noch ein kleiner Unterschied zwischen dem Hund und mir, nicht? Also, nein. Das ist genug. Ab morgen gibt's Dosen. Ach, hättest du etwas dagegen, wenn ich mit der Kleinen ein bisschen ausfahre? Wohin?
Ja, das weiß ich noch nicht. Aber ich? Du, dieser Kneißel, dieser Zinsheil, der hat doch tatsächlich mich für die Mutter gehalten und Käthe für die Großmutter. Na? Was, na? Na, vielleicht sehe ich doch jünger aus, als ich mich im Augenblick fühle. Hab ich je das Gegenteil behauptet? Ja, aber du guckst manchmal so kritisch. Siehst du, jetzt schon wieder. Ach, bestimmt nicht. Ich habe mich nur ein bisschen geärgert. Wieso? Wenn der Kneißel mich für die Mutter hält, das sollte dich doch freuen. Nein, solange der Tänzer in Amerika ist, da soll ich aus meinem Büro raus. Ihr Vorstandsvorsitzender hat heute angerufen und angeordnet, dass ich Abwesenheitsvertreter von Tänztag bin und für die Zeit in sein Büro muss. Na du, das ist doch toll. Ach, ich mag dieses Büro nicht. Alles nur Glas und Stahl. Ach, was. Aber läuft doch alles weiter wie bisher. Es gibt keinerlei Probleme, die ich nicht auch in meinem Büro erledigen könnte. Ich habe da alles, was ich brauche. Telefon, alles. Außerdem sieht das so komisch aus. Genau. Apropos Aussehen. Als Abwesenheitsvertreter musst du natürlich ganz anders aussehen. Moin, Herr Krause. Moin, Herr Wiedern. Donnerwetter ist aber sehr schick. Na ja. Morgen. Moin, moin. Morgen, Fräulein Glaubrecht. Herr Wiedern. Ja, was ist denn? Auf diesen Tag habe ich hingearbeitet. Ihre Postmappe liegt schon auf dem Tisch. Ein für alle Mal, Fräulein Glaubrecht. Ich betrete dieses Büro nur unter Zwang. Oh, sagen Sie das nicht. Als ob Sie immer dort gesessen hätten. Oh. Ja, meine Frau hat mich ein bisschen verkleidet. Oh, die anderen werden aber Augen machen. Na, das sollen Sie. Punkt 9:30 findet hier wie üblich die Abteilungsleitersitzung statt. Selbstverständlich. Ja, dann gehen Sie doch bitte von der Tür weg. Bitte. Danke. Hör dir das mal an. Glas ist doch grauenhaft, nicht? Fräulein Glaubrecht, rufen Sie bitte im Lager an. Hacki und ich möchten den Schreibtisch Senator haben. Und bitte, morgen früh steht das Ding hier drin. Na, wie haben wir das gemacht, du? Herein. Hacki, schön Sitz. Mietz, da kommt Tassilo. Mietz. Oh nein. Da bist du ja wieder. Frau Wiechert, ich werde Ihnen ein ganzes Aquarium schenken. Mit allem drum und dran. Mit Pumpe, mit Heizung, mit Sand, ja. Mit exotischen Pflanzen. So groß, mit so großen Fischen. Nicht wahr, mein kleiner Tassilo? Nein, es ist nicht nötig, Herr Meisel. Entschuldigen Sie, Kundschaft. Ja, um diese Zeit kommt doch immer Herr Lindemann. 6 Flaschen Pilz und 3 Flaschen Limo. Wie gut Sie Bescheid wissen, Herr Meisel. Ja. Mutter! Deine Mutter ist nicht da. Sie ist mit ihrem Vater in die Stadt gegangen, Schuhe kaufen. Allein kauft er sich immer braune Schuhe. Ich finde braune Schuhe auch unmöglich. Habe ich nicht recht, Uschi?
Herr Jaumer. Man erkennt einen Menschen in erster Linie an der Qualität seiner Schuhe. Selbst wenn die Schuhe alt sind, sie müssen nur gute Qualität haben. Und sie dürfen niemals braun sein. Ja, Oma, ja. Sei doch nicht so gereizt. Ich bin nicht gereizt, ja. Uschi weiß schon ganz genau, was ich meine, nicht wahr, Uschi? Ja, Oma. Na, siehst du. Wollt ihr nicht den Tee bei mir nehmen? Oma, nein, danke. Aber um diese Zeit trinkt man doch seinen Tee. Es ist die sogenannte blaue Stunde. Selbst der Herr Bundeskanzler trinkt in dieser Zeit seinen Tee. Ihr seid ja so erregt. Nein, Oma. Schläft Katharina? Ja, natürlich. Na, also. Jedenfalls nehme ich jetzt meinen Tee. Ach, diese Jugend von heute. Immer erregt und nichts dahinter. Kaum zu glauben. Aber Kinder, ich will euch doch Katharina nicht entziehen. Rüdiger, ich verstehe dich voll und ganz. Weißt du was? Heute Abend nehmt ihr Katrinchen mit nach Hause und morgen früh vor dem Kurs könnt ihr sie ja wieder bringen, wenn ihr wollt. Hm? Entschuldige, Mutter, aber mir brummt der Kopf. Tilly, ich glaube, es geht los. Was? Wieso? Wer? Ja, sie hechelt und drückt so. Sie kriegt die Kinder. Ich habe doch damals aus Wien dieses Buch über Notfallmedizin mitgebracht. Wo ist das denn? Aber Mutter, Hündinnen brauchen keinen Notarzt. Aber auf jeden Fall eine stumpfe Schere und einen Wattebausch. Aber man muss... Verzeihung, der Hund. Aber man muss dem Tier doch helfen. Also ich kann sowas nicht sehen. Ja, ich auch nicht. Sie guckt mich aus großen Augen an und zittert. Oh, das muss fürchterlich wehtun. Also alleine lassen können wir sie nicht. Sag mal, ist sie jetzt unten? Ja, ich habe sie runtergebracht. Ich komme mit dir, Mutter. Ja, komm, du weißt ja auch, wo sie geht. Du hast sie aufgelesen, du kommst mit. Komm, du kommst mit. Nein, nein, ihr wartet. Die mir Hannelore geschenkt hat, sind vielleicht eng. Die drücken. Aber gute Qualität. Neue braune Schuhe drücken nie. Das Lager hat den Schreibtisch ausgetauscht. Ja, danke. Komm, Maggie, komm. Herr Wichert, Herr Dr. Borgelt von der Landkredit hat uns geschrieben. Er ist hochzufrieden mit dem Innenausbau. Er hat nicht glauben können, dass unsere Mitarbeiter das in 3 Tagen schaffen könnten. Wir haben ihm auch das neue Schreibtischmodell für sein Chefzimmer geliefert. Ist Ihnen nicht gut, Herr Wicher? Ja, doch. Ich habe so ein bisschen wenig geschlafen. Ich hätte Tilly ja behalten. Ich hätte sie niemals zum Grafen geschickt. Man gewöhnt sich doch an so ein Tier von einem Baurecht. Also, ich gehe mal runter in die Endfertigung. Sitz. Na, das sieht doch gut aus.
Also, ich werde diesen Hund pflegen, so gut ich kann. Von Babypflege verstehe ich ja einiges. Sag mal, solange das Examen läuft, habt ihr nicht viel Zeit für Katharinchen, stimmt's? Und ich werde unter Umständen Zeit haben, mich um diese heruntergekommene schwangere Hundedame zu kümmern. Herein! Hallo, Chef. Was gibt's denn? Geht um Knete. Naja, um Geld geht's bei mir auch immer. Der Gerichtsvollzieher war schon da. Lohnpfändung? Wieso? Der Kleine. Meine Frau, die kann doch auch jetzt nicht mehr halbtags arbeiten. Und ich denke, deine Schwester passt tagsüber auf den Jungen auf. Mit der haben wir uns überworfen. Hm. Ich dachte, vielleicht nach Betriebsschluss. Überstunden? Du, auf dem Ohr bin ich zurzeit taub. Hier. Allein 4000 Überstunden nur für Botticelli im letzten Vierteljahr. Für den Mist würde ich keine Überstunden machen, also ich nicht. Ja, aber das ist ein sehr erfolgreicher Mist. Und wie? Na, aber die vom Innenausbau. Die machen wir auch nachts. Freitag, Samstag, Sonntag. Die müssen einen Landkredit fertig machen. Ja, ich weiß. Und sie sagen doch immer, ich bin gut. Ziemlich. Ihr Lehrling. Ich werde es mir überlegen. Bis morgen. Ihr habt nichts versprochen. Sag mal, wie heißt denn der Gerichtsvollzieher? Sie kennen doch keinen Gerichtsvollzieher. No, no. Obergerichtsvollzieher Hirsemann. Mist. Ausgerechnet der singt nicht bei uns in Harmonie. Schade. Sag mal, willst du heute überhaupt nicht mehr arbeiten? Wann muss das denn sein? Meine Mutter sagt auch immer Tollpatsch zu ihr. Der braucht einen großen Garten. So, Hackenwitz. Sagen Sie, musste ich diesem Mitarbeiter nicht mal Mutterschaftsurlaub gewähren? Erinnern Sie sich? Sehr gut. Außerdem haben Sie ihm doch mal ein Betriebsdarlehen zu Minimalzinsen verschafft. Ja, das war kurz nachdem sein genialer Sohn geboren wurde, richtig. Der kann machen, was er will. Auf den lassen Sie wohl nichts kommen. Oh nein. Von dem verlange ich mehr als von fast jedem anderen unserer Mitarbeiter. Der erledigt unsere schwierigsten Arbeiten. Fast alle unsere Prototypen hat er gebaut. Und wenn Heinz sagt, ein neuer Schiebetürbeschlag funktioniert nicht auf die Dauer, dann funktioniert er auch nicht. Und da können sich das Entwicklungsbüro und ich mich gleichzeitig auf den Kopf stellen. Wenn dieser Mann so erstklassig ist, warum kümmert er sich nicht mit um den Innenausbau der Landkredit? Da gibt es Probleme, en masse. Der Prokurist hat mich schon angerufen. Am Montag sollte das fertig sein. Ja, ich kann ihn in der Fertigung zurzeit nicht entbehren. Freitagnacht, samstags und sonntags wird er nicht gefertigt. Lassen Sie den Mann eben Überstunden machen. Fragen Sie ihn, wenn er so gut ist. Also gut, ich will's versuchen. Herzlichen Dank. Bitte. Manchmal kommen Sie wirklich nicht auf das Naheliegendste, Wichert. Tja, ich bin auch nur ein Mensch. Ich muss in dir starten. Von heute auf morgen. Schön. Ein bisschen ist das mit Ihrer Schuld. Oder besser gesagt, Ihr Verdienst. Es kommt von ganz oben. Der Vorstand wünscht, dass wir in Südkalifornien eine eigene Vertriebsfirma gründen. Botticelli? Donnerwetter. Das ist für mich natürlich eine einmalige Chance. Ich bleibe nicht ewig auf dieser Position. Ja, ja. Job und hopp. Und Sie sind mein Designierter. Ja, ja, ist gut. Der Stuhl, auf dem Sie nicht warm werden wollen, den wollen Sie mir kalt überlassen. Dieses Gespräch führen wir immer, wenn Sie was von mir wollen. Was? Sie haben doch ein eigenes, hübsches, nicht zu kleines Haus. Ja, beinahe belastungsfrei. Nur noch 8.985 Mark Schulden für Geldbeschaffungskosten. Das dürfte Sie bei Ihrem Einkommen nicht plagen. Und einen großen Garten, wenn ich mich recht an jene Nacht erinnere. Ja, ja. Mäh, mäh, mäh. Meine Bekannte will während meiner Abwesenheit Hacke nicht bei sich aufnehmen. Will sie nicht? Und meinen anderen Bekannten und Freunden traue ich nicht. Nur mir? Im Prinzip ja. Danke. Und Hacke liebt sie. Aber haben Sie sich denn Hacki überhaupt angeschafft, wenn Sie von einem Job auf den anderen hoffen wollen? Weil meine Bekannte das dekorativ fand. Und weil ich Hacki sehr mag. Also,
voraussichtlich bin ich 6 Wochen nicht da. Dann haben Sie hier die gesamte Verantwortung. Schon wieder der Hund? Ja, nur vorübergehend. Kommt er nach Schleswig-Holstein. Das gefällt uns aber gar nicht. Was mit Puschen? Meinen Astern gefällt auch manches nicht, Herr Meisel. Mhm. 12 Mark 30. Ja. Danke. Hat Herrchen dich nicht mitgenommen, du? Hm? Na komm, gehen wir zusammen ins Büro. Komm. Meine Pause. Wie war der jetzt am Abend? Ach, mal Frühstück hat schon wieder geschmeckt. Also. Olli ihn geschmettert, ne? Naja, paar halbe, nicht? Also. Wären, wäre ich wirklich ärgerlich. Guten Morgen, Wichert. Das ist übrigens der Grund, warum ich Hacke niemals mit ins Büro nehme. Guten Morgen. Oh, die Vase. Meine Golfpokale. Zu Hause benimmt er sich äußerst friedlich. Da kennt er sich aus. Aber sobald er einen Raum betritt, ist seine Neugier größer als meine Erziehungsversuche. Der arme Hund in ihrem Auto, das war ja nicht zum Anhören. Ja, die Unart kenne ich. Man hat das Gefühl, der Kummer würde ihm jeden Moment das Herz brechen. Sie fallen natürlich auf sowas rein. Sie mit ihrem guten Herzen, nicht wahr? Was bitteschön soll das heißen? Die Personalabteilung hat mir die von Ihnen abgezeichneten Überstundenlisten der Mitarbeiter für das Botticelli-Programm mit Beanstandungen runtergeschickt. Wieso? Fräulein Glaubrecht, den Vorgang bitte. Jetzt hat er sich ausgetobt. Das ist das Beste, was man tun kann. Na, also. Unser Programm Botticelli ist im vergangenen Quartal mit 4.322 Überstunden belastet. Damit haben sich die Herstellungskosten wie ich betone will, überaus erfolgreichen Modellreihe um 7,3% erhöht. Donnerwetter, da sieht man's mal. Erstaunlicherweise ist es Ihnen gelungen, bei der Modellreihe Blaue Lagune die Herstellungskosten um 2,1% zu senken. Null Überstunden trotz erfreulicher Auftragseingänge. Und bei Ihrem vielgeliebten Büromöbelprogramm Senator haben Sie die Kosten sogar um 4,6% gesenkt. Glückwunsch. Danke. Darüber sollten wir doch in meinem Büro reden. Wenn ich bitten darf. Mach gleich noch frischen Kaffee. Tun Sie das. Tun Sie das. Über 4.000 Überstunden beim Botticelli-Programm. Wirken wie Sabotage von Ihnen, Richard. Nein. Sie brauchen die Stirn nicht in Ihre 7 Falten zu legen. Manipulieren Sie sowieso, das weiß ich. Aus Erfahrung. Modellreihe Botticelli hat nie ihre Zustimmung gefunden. Das würde ich sagen, sie hassen sie.
weil sie ihren romantisch erhabenen handwerklichen Vorstellungen angeblich nicht entspricht. Und das Kosten-Leistungs-Verhältnis für unsere Kunden ungünstig ist und was sie mir alle schon erzählt haben. Wir sind ein Industriebetrieb. Botticelli ist unser Renner. Ich würde mir das auch nicht in die Wohnung stellen. Aber unsere amerikanischen Freunde, hier in Kalifornien gibt es 46 große Möbelhäuser, die fahren auf Botticelli ab wie auf sonst nichts. 17% unseres gesamten Exports nur in Kalifornien. Und sie belasten unsere Gewinnspanne mit 4000 Überstunden. Absichtlich. Wissen Sie, was das für mich bedeuten kann? Erstens, die 4000 Überstunden im letzten Quartal sind entstanden, weil das Botticelli-Programm als Exportmodell so überaus erfolgreich ist. Wir kommen mit den Lieferungen kaum nach. Zweitens, die Herstellungskosten für die Botticelli-Schrankwand haben sich zwangsläufig verteuert, nachdem Sie unseren Kunden im letzten Prospekt Sonderanfertigungen und Sondermaße versprochen haben. Ich habe Sie damals gewarnt. Drittens, diese ganze Serie Botticelli ist mir nicht sehr sympathisch, das gebe ich zu. Aber Ihre Unterstellungen weise ich entschieden zurück. Meinen Sie wirklich, es liegt an den Sonderanfertigungen, die wir angeboten haben? Na, das ist doch klar. Botticelli ist ein Stilmöbel, kein Variationsprogramm. Wie beispielsweise Ihre Kollektion Senator. Ja eben, die sind immer gleich hoch und gleich breit, das können Sie beliebig variieren. Aber seitdem wir bei Botticelli in gewisser Weise konfektionierte Maßarbeiter anbieten, ist der Umsatz noch mehr gestiegen. Müssen Sie zugeben. Na, das ist doch mein Punkt eins. Daher die vielen Überstunden, das eine bedingt das andere. Tja, da gibt's nur eine Lösung. Ja, ich weiß schon. Wir müssen wieder Leute einstellen. Eberhard Wichert, das wandelnde Beschäftigungsprogramm der Möbelunion. Von der Bundesanstalt für Arbeit müssen Sie doch schon die goldene Ehrennadel bekommen haben. Die würde ich nicht mal ablehnen, aber die denken ja gar nicht daran. Oder Sie müssen mit den Preisen rauf, dann können wir die Kosten abfangen. Unmöglich. Im Exportgeschäft garantieren wir die Preise bis Ende des Jahres. Tja, dann lassen Sie sich mal was einfallen. Sie aber bitte auch. Höherer Umsatz, mehr Mitarbeiter. So einfach ist das. Maggie, geh zu deinem Herrchen und beiß rein. Guten Morgen, Frau Wichert. Guten Morgen, Herr Meisel. Wie schön Sie wieder sind. Danke. Trotzdem weiß ich noch nicht, ob das ein guter Morgen ist, Herr Meisel. Ach, Kummer? Ach was. Meine Astern kommen diesem Jahr nicht. Das ärgert mich. Naja, vielleicht kommen sie morgen. Meine, die sind ja schon vor der Woche gekommen. Sagen Sie mal, hat Ihr Kater eigentlich ein Katzenklo? Wieso? Natürlich. Eins im Keller, eins auf dem Dachboden, eins in der Garage und eins in meinem Schlafzimmer. Ja, und eins mitten in meinen Astern. Deswegen wachsen die nämlich auch nicht. Katzen-Dings, da ist nämlich sehr ätzend, Herr Meisel. Ja, wieso, warum sollte denn mein Tassilo in Ihren Astern sein Geschäftchen verrichten? Na, riechen Sie doch mal! Ich riech nichts. Wie Sie meinen, Herr Meisel. Ach, Käthe. Ich fühle mich so wohl, dass ich Bäume ausreißen könnte. Ach, wie schön. Wenn das so ist, dann gehen wir auch tausend tanzen. Tanzen möchte ich, jauchzen möchte ich in die Mutter! Mutter! Mutti! Vielleicht im Garten. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Sag mal,
10 Uhr? Was ist denn los? Ich denke, du bist bei deinem Examensvorbereitungskurs. Dein Sohn spinnt, Mutti. Ich habe eine völlig herzlose und gefühlskalte Frau geheiratet. Und eins muss auch mal in aller Deutlichkeit gesagt werden, und das tut mir weh, Mutter, ja? Ist auch noch völlig uneinsichtig. Du negierst doch alles. Du bist doch völlig verantwortungslos. Also Moment. Mich interessiert zweierlei. Erstens mal, warum du deinen Kursus schwänzt, obwohl ihr mir eure Tochter aufgeheizt habt. Was? Wen haben wir dir aufgeheizt? Wir sehen unser Kind ja kaum noch. Und zweitens, warum ihr euch auf so vornehme Art und Weise diese Gemeinheiten an den Kopf schmeißt. Gestern Abend hat dein Sohn auf der Straße einen Hund aufgelesen. Einen Köter mit Flöhen und sämtlichen Krankheiten. Ach, woher weißt du das denn? Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ja, das sieht man, ja. Das ist eine unheimlich süße Hundedame. Ah ja? Ja, hier durfte ich ja nie einen Hund halten. Richtig? Aha, verstehe. Der hat in so einer Hofeinfahrt gesessen und gewinselt und mich mit so großen Augen angeguckt. Ja, und eins davon ist total veraltert. Mensch, Rüdiger, wir haben ein Kleinkind im Haus. Haben wir nicht, das ist ja meistens hier. Das ist eine ganz süße Terrier-Dame. Aha, ja, zu 10%. Na, toll. Und sie hat mir auch gleich die Hand abgeleckt. Und hochträchtig ist sie auch. Ach, und sonst noch was? Oma würde sagen, selbst der Bundeskanzler hat nicht so einen süßen Hund. Nicht mal der Herr Bundeskanzler würde sich auf einen Schlag ein halbes Dutzend Köter zulegen. Also schön und gut. Und was hat das alles mit mir zu tun? Ich meine, wenn ihr zwei euch nicht einigen könnt, dann müsst ihr eben die hochschwangere, 10%ige Terrier-Dame wieder vor die Tür setzen. Unmöglich. Du, das ist unmöglich. Ach. Mutter, die stirbt doch dann. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Ihr habt einen Garten, wir nicht. Eben. Meine Astern werden schon von Meisels räudigem Kater ruiniert. Rüdiger, ich liebe Tiere, aber ich bin nun mal für Hunde nicht gestrickt. So. Schau sie dir doch wenigstens mal an. Nein. Also Kinder, ich habe ja wirklich für vieles Verständnis. Aber da gibt's bei mir so einen gewissen Punkt. Ja. Also das ist ja wirklich ein Bild des Jammers. Ja. Außerdem könnte Andi sich doch um den Hund kümmern. Ich meine, er muss doch nicht immer an Gabi und ans Kochen denken. Also bei uns geht's wirklich nicht. Das ist wahr. Später nimmt Uschi dann die Hunde mit zu ihren Eltern. Auf Dreieichen werden sie sich bestimmt wohlfühlen. Das stimmt. Ja, und ein Transport in diesem Zustand wäre doch unzumutbar. Ja, aber das Tier muss doch einen Besitzer haben. Ja, wenn wir den ausfindig machen könnten, wäre das Problem gelöst. Also, ich weiß nicht, ich habe noch nie einen Hund gebadet. Beinahe. Verzeihung. Ja, jetzt müssen wir uns anfreunden. Hm? So, Hacki, du komm. Komm raus, komm. Noch einer. Siehst du? Das ist Klein Katharina. Um die muss ich mich natürlich in erster Linie kümmern. Das war überhaupt das erste und letzte Mal, dass du hier drin warst, klar? Schnuppe. Schnuppe. Ja, soll ich anfangen oder willst du mir erst was erklären? Bitte. Naja, also dies ist Haki, Tenstags Hund. Vom Hörensagen kennst du ihn ja schon. Ja, und diesen Hund hier hat dein Sohn Rüdiger gestern Abend auf der Straße aufgelesen. Ja, also der ist nur vorübergehend hier, so höchstens 2, naja, vielleicht 3 bis 4 Wochen, solange Tenstag in Amerika ist und... Und da konntest du ihm die Bitte natürlich nicht abschlagen. Naja, wir haben doch den Garten, Hannelore. Eben nicht. Und du konntest Rüdiger die Bitte nicht abschlagen. Ja, das ist ein Notfall. Sie ist guter Hoffnung. Siehst du, Hannelore, das ist das, was ich an dir bewundere. Um was du dich auch kümmerst, das vermehrt sich automatisch. Weißt du was? Du bringst diesen Hund mal raus auf die Terrasse und bindest ihn dort fest und ich bringe diesen Hund runter in den Keller. Da habe ich nämlich schon eine Wöchnerinnenstation eingerichtet. Gut, und dann reden wir über alles in Ruhe, ne? Genau. Komm, Hacki, komm.
Oh ja. So. Ich schau dich mal hier im Garten um. Hm? Und wenn du die Krater von Meisel siehst, den Tassilo, dann lässt du den hier nicht mehr rein. Ist das klar? Such den mal ab. Junge, hatte ich immer einen. Ja, aber Vater macht nur kleine Kinder, es war wundervoll. Ja. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Und die Rückfahrt ohne Halt einfach durch. Freut ihr euch, dass wir wieder da sind? Ja. Ach, hier habe ich mitgebracht. Ja, denkt ihr mal, in Pyrmont gibt es einen Goldfischzüchter. Was? Machen sie sehr dekorativ im Wohnzimmer und brauchen ganz wenig Pflege. Höchstens zweimal Futter in der Woche. Danke, Mutter. Oh, Eva, du hattest ja so vollkommen recht. Palermo wäre nicht das Richtige für uns gewesen. Ich werde immer wieder Pyrmont vorziehen. So, du lass dich mal anschauen. Aber du siehst sehr angegriffen aus. Und hallo. Hallo, Vater. Aber auch so blass. Richtig blass um die Nase. Oh. Wie geht es der Kleinen? Gut, Mutter, gut. Und sonst irgendwas Besonderes gewesen? Wart, Vater, ich helfe dir. Nein, Mutter. Nicht. Du hast dich erholt, sondern ich habe mich erholt. Ich habe sogar Bodybuilding gemacht. Donnerwetter. Ja, das stärkt die Rückenmuskeln und gibt dir eine gute Haltung. Ich freue mich ehrlich, dich wiederzusehen, Junge. Mit Käthe habe ich mich sehr gut verstanden. Zwar ist das Ross, auf dem sie manchmal sitzt, etwas hoch, aber als ich von der Polizei in Bad Pyrmont die Erlaubnis bekam, auch schräg parken zu dürfen, da war sie doch platt. Übrigens, die Idee mit den Goldfischen ist von ihr. Ist doch nett, nicht? Ja, wir haben jetzt auch zwei Hunde. Auch hübsch. Was? Naja, vielleicht werden es ja auch ein paar mehr. Die Hündin kriegt gerade Junge. Du, das geht nicht. Doch. Ich bin allergisch gegen Hundehaare. Seit wann denn das? Ja, die haben in Bad Pyrmont so einen Test gemacht, zahlt alles die Kasse. Und da hat man festgestellt, Allergie gegen Hundehaare. Und warum hast du uns früher immer erzählt, dass du so gut mit euren Polizeihunden ausgekommen bist? Na ja, da war die Krankheit noch nicht ausgebrochen. Jetzt erzähl doch keinen Quatsch, Vater. Komm erst mal mit rein. Oje, oje, oje. Hier vielleicht, ja, und dann hat mir ein Bankier, Galle Leber, aber nur leicht, ein bisschen den Hof gemacht. Sehr anregende Gespräche. Vater hat mir da irgendwas von einem Stehgeiger geschrieben, den du für den Bankpräsidenten gehalten hast. Cherubino, ein Italiener. Aus dem Ruhrpott. So, jetzt möchte ich aber endlich Katharina sehen. Sie ist doch hier, nicht? Natürlich. Aber Mutter, erst solltest du dich mit den beiden Hunden anfreunden. Hunde? Ja, wir haben da den Hund von Eberhards Chef, natürlich nur vorübergehend. Aha. Und dann haben wir im Keller noch ein gefallenes Mädchen. Kein Mann, kein Heim. Hoffentlich auch nur vorübergehend. Worauf du dich verlassen kannst. Was du dir alles aufbürdest, Kind. Seit wann ist das denn? Seit gerade. Wir sind wieder komplett. Ihr seid zurück. Und wir haben noch jede Menge Tiere dazu. Vater. Das ist meine Krankheit. Jetzt fang nicht wieder damit an. Krankheiten sind eine ernste Angelegenheit und du bist nicht krank, Vater. Woher willst du denn es wissen? Wir haben uns große Sorgen um Hannelore gemacht. Wie große? Hannelores Mutter, ich meine, Mutter ist an einer sehr ernsten Krankheit gestorben. War so etwas? Gott sei Dank, nein. Weißt du das auch genau? Ja. Na, das ist alles wieder in Ordnung. Aber es war furchtbar. Ich hatte Angst, große Angst. Die Angst, die man hat, wenn man irgendwo im Haus ein Ticken hört, was man sich nicht erklären kann. Du sagst mir doch die Wahrheit. Ja. Gut. Dann werde ich die Allergie bekämpfen und mit Käthe und den Hunden spazieren gehen und sie füttern. Hannelore muss jetzt geschont werden. Das ist das Erste, was auf der Liste steht. Ganz oben. Hat sie schon einen Namen? Ich glaube nicht. Wir haben so eine Biologielehrerin.
Die nennen wir die blutige Millitilly. Die heißt in Wirklichkeit Mathilde und die hat auch so einen Hund wie den da unten. Also Andi, Millitilly, das ist doch kein Name für einen Hund. Ja, vielleicht Tilly, Tilly und Haki, das finde ich ganz in Ordnung. Kümmern sich denn Rüdiger und Uschi gar nicht mehr um das Kind? Ach, die sind so mit ihren Examensvorbereitungen beschäftigt. Also wollen wir die Dame da unten nur Tilly nennen oder nicht? Ja, also meinetwegen, aber nur wenn ihr mir versprecht, dass diese Hundehaltung wirklich nur vorübergehend ist. Hannelore, reg dich nicht auf, du musst dich schonen. Was mich aufregt, das ist, dass dieser dämliche Tassilo von Meißel meine frisch gesetzten Astern ruiniert hat. Das ist ein Streuner. Wart mal ab, bis Haki den in die Mangel nimmt. Zu früh gefreut. Hunde unterliegen Katzen immer. Die sind nämlich schneller. Als ich in Untersekunda war, da hatten wir einen Lateinlehrer Beckmann. Bitte erinnere mich nicht an Dr. Beckmann, dieser Ignorant. Der hat eigentlich dein Leben zerstört. Nein, Mutter, das hat er nicht. Also dieser Beckmann hatte auch einen Kater. Und die ganze Klasse konnte den Beckmann nicht leiden. Prost. Ja, Papi? Naja, und eines Nachts haben wir, um den Beckmann eins auszuwischen, ihm eine halbe Pulle Baldrian in den Vorgarten gekippt. Baldrian? Ja. Eberhard. Was ist denn? Wieso Baldrian? Da wäre ein Kater von verrückt. Das ist so ein Duftstoff und der macht sie ganz einfach... Geil. Andreas. Hannelore, das Kind. Eine halbe Flasche Baldrian? Und was ist dann passiert? Dein Vater bekam in Latein eine 5. Alle Kater der Gegend, also wirklich Dutzende, stürzten in diesen Vorgarten und haben einen Riesenspektakel gemacht. Wir lagen hinter der Hecke und haben zugehört. Ich glaube, so habe ich nie wieder in meinem Leben gelacht. Nicht schlecht. Das ist aber Sachbeschädigung. Aber trotzdem nicht schlecht, Vater. Können wir nicht über etwas anderes sprechen? Immer diese alten Geschichten. Du weißt ganz genau, Eberhard, dass ich über diese Jahre deiner Entwicklung sehr schwer hinwegkomme. Gut, Mutter, wechseln wir das Thema. Andi, wie geht's Gabi? Eberhard, ist doch noch viel zu jung für sowas. Gut, Mutter, wechseln wir das Thema. Wie war's denn in Pyrmont? Geil. Super. Also, dass Baldrian diese Wirkung hat, das wusste ich wirklich nicht. Kannst Meisels Karte doch auch nicht leiden, oder? An Meisel kann ich überhaupt nichts leiden. Also, wollen wir? Naja, das wird aber eine unruhige Nacht. Aber wo kriegen wir jetzt Baldrian her? Das wüsste ich. Komm. Reicht das? Oh, fabelhafte. Na wann? Heute Nacht noch. Ja, aber nicht vor Feierabend. Erst nach 12, ich komme. Ich kann den Meisel nicht leiden, ist ein Schleimer. Das merkt man, dafür bin ich dir auch dankbar. Was bin ich dir schuldig? Oh, komm. Tschüss, Gott. Ja, tschüss. Für Mund wäre genau das Richtige für dich. Gerade für Frauen in gewissen Jahren wird es von den Ärzten sehr empfohlen. Was für gewisse Jahre, Mutter? Nun, zum Regenerieren. Der Mensch verbraucht sich im Laufe seines Lebens. Das ist mir klar. In Bad Pyrmont hättest du Zeit, dich mal so richtig zu pflegen. Sehe ich ungepflegt aus? Natürlich nicht. Das habe ich doch gar nicht gemeint, Walter. Du siehst ein bisschen müde aus, Hannelore. Übermüdet. Ich meine es doch nur gut. Das mit den Tieren ist auch wieder so eine Sache. Auf die hättest du dich gar nicht einlassen sollen. Bist du nicht auch meiner Meinung? Tilly kommt, sobald sie sich ein bisschen erholt hat, nach Drei Eichen. Oh, das wäre ein großes Glück für das Tierchen. Ja, Glück haben wir Wichert schon. Oder jedenfalls immer haarscharf dran vorbei. Ich beklag mich ja nicht. Ich bin auch nicht unglücklich, Mutter. Das genügt.